Liebe Zuschauer, 2020 war definitiv ein bewegtes Jahr, auch an der Börse. Was waren so die Trends? Was waren die Trends auch im Zertifikatebereich und wie könnte es weitergehen? Das schauen wir uns in dieser Sendung ein bisschen genauer an und dazu begrüße ich mal wieder trotz der Witterung vor der Börse, aber mit weihnachtlicher Maske, Anuj Willems von der Société Générale. Hallo Frau Gebel. Herr Willems, angemessen finde ich für eine Ausblickssendung eben unsere entsprechende Weihnachts- und Happy New Year-Maske. Wenn wir jetzt aber mal zurückblicken, dieses Jahr war ja nicht unbedingt happy. Corona war natürlich das große Thema. Was würden Sie sagen, was hat sich auch im Zertifikatebereich bemerkbar gemacht? Also welche Trends wurden da besonders angenommen? Ja, also da gibt es ganz klar gewisse Trends, die man sehen kann. Zum einen gibt es den Trend, dass sich die Menschen mehr mit der Börse und den Aktienmärkten und somit auch mit Zertifikaten auseinandergesetzt haben. Also wir machen ja einmal im Jahr wahrscheinlich Deutschlands größtes Börsenspiel. Dieses Jahr, das findet immer vom September bis Oktober statt. Und wir haben dieses Jahr einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen können. Und da hat man ja im Prinzip, da geht es ja einfach nur um das Börseninteresse. Und ich kann mich einfach anmelden, es ist kostenlos. Also ich muss jetzt nicht irgendwie 10, 50 oder 100.000 Euro in der Hinterhand haben, um an der Börse zu agieren damit. Sondern es geht auch, wenn ich gar kein Geld habe. Und da kann man immer so ein bisschen den Gradmesser sehen, wie auch stark das Interesse gerade für die Börse ist. Und da muss man sagen, das war absoluter Rekord. Wir machen das ja seit über 18 Jahren. Insofern kann man das schon mal unterm Strich festhalten. Mhm. Vielleicht trotz oder eben wegen der Corona-Krise haben sich dieses Jahr sehr viele Menschen mit den Aktienmärkten und Zertifikaten auch auseinandergesetzt. Und was wir bei uns im Zertifikatebereich sehen, die Trends, sind natürlich die, die meist in den Medien auch groß thematisiert werden. Also als der Goldpreis zum Beispiel auf 2000 US-Dollar gestiegen war, wurden viele Zertifikate auf Gold gehandelt. Als dann die Impfstoffhoffnungen aufkeimten, da waren dann so Werte wie zum Beispiel Zertifikate auf BioNTech natürlich ganz weit oben in den Umsatzstatistiken, weil natürlich die Anleger diese Themen aufnehmen und dann auch mit Zertifikaten umsetzen. Das heißt also, wir sind natürlich auch immer relativ schnell und bringen dann auch neue Zertifikate. Zuletzt beispielsweise auf DoorDash, kennt man vielleicht nicht so, wäre aber hier auf jeden Fall ein DAX-Kandidat, kommt aus den USA. Und da haben wir sofort Zertifikate draufgebracht und da sieht man dann sofort auch Interesse von Anlegern. Also wenn man das zusammenfassen kann, das Jahr, dann waren es diese Themen und vielleicht noch der Wasserstoffbereich, der war tatsächlich auch zwischenzeitlich sehr stark nachgefragt. Da haben wir auch ein Partizipationszertifikat gebracht und das wurde dann auch stark nachgefragt. Also insofern sieht man, das Interesse war dieses Jahr sehr groß. Die Börsen haben sich natürlich auch stark bewegt und am Ende gab es auch entsprechende Themen, die Anleger interessiert haben und die haben sie mit Zertifikaten dann auch umgesetzt. Also klar, da war einiges an Interesse, natürlich auch Corona geschuldet. Also gerade auch zum Beispiel Lieferdienste ein großes Thema, aber auch Homeoffice auf einmal ein flächendeckendes Thema, was dann ja auch so Geschichten wie Videokonferenzen, Zoom etc. generell das Thema Digitalisierung auch einfach sehr in den Vordergrund gebracht hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt schon mal vorausblicken aufs kommende Jahr. Wir haben jetzt diverse Impfstoffe zum Teil schon zugelassen, zum Teil bei uns noch nicht so ganz. Wie wird sich das dann aus Ihrer Sicht ändern, dass man eben sagt, okay, Homeoffice, Digitalisierung etc., bleibt das auf diesem Niveau, auch Lieferdienste beispielsweise, oder kommt das dann aus Ihrer Sicht wieder ein Stück weit zurück? Ja, also man muss im Prinzip das eine mit dem anderen sozusagen voneinander trennen. Also zum einen die Börse, die bewertet ja Unternehmen, zum einen wegen der Vergangenheit, also wenn ein Unternehmen gute Gewinne gemacht hat, dann gibt es vielleicht eine gute Dividende und dann steigt in der Regel auch der Aktienkurs. Aber das ist nicht der einzige Teil, warum ein Unternehmen gut bewertet ist, sondern der zweite Teil ist der Ausblick. Also wie geht es weiter? Und das ist an der Börse im Prinzip normal. Man guckt also ein halbes, dreiviertel Jahr mal mindestens in die Zukunft oder sogar noch länger. Das heißt also, viele Dinge, die jetzt bekannt sind, sind bereits in Kursen meistens eingepreist. Mhm. Überraschungen, die sind dann sozusagen diejenigen, die für Kurs, sagen wir sprechen hier von Volatilität, also Schwankungen, sorgen. Aber grundsätzlich sind viele Dinge wahrscheinlich schon eingepreist, auch jetzt schon. Und wenn Sie das Thema Impfstoff ansprechen, dann wird es ja wahrscheinlich noch das komplette nächste Jahr dauern, je nachdem, wie das dann auch läuft und wie schnell die Zulassungen sind, bis dann überhaupt so eine Art von Herdenimmunität oder wie auch immer die Experten das beschreiben, hergestellt ist. Das heißt also, diese Situation, die wir jetzt gerade erleben, wir tragen ja auch hier vor der Börse eine Maske, das wird wahrscheinlich noch länger andauern. Und das hat natürlich auch Einfluss auf gewisse Geschäftsmodelle. Insofern muss man schauen, aber die Börse, die hat vieles schon vorweggenommen. Und deswegen wird es wirklich spannend, wie es dann tatsächlich auch wirtschaftlich weitergeht und wie stark vielleicht auch die Einschränkungen sind, die einige Unternehmen hatten
Und da muss man auf die in Anführungsstrichen Überraschungen gespannt sein. Also Überraschungen können ja was Gutes sein, müssen aber nicht. Das haben wir auch in diesem Jahr gelernt. Wenn wir jetzt einfach auch mal auf Indizes schauen, da haben wir zum einen gemerkt, in den USA ist es besser gelaufen als bei uns. Hat man sich auch schneller wieder von der Krise erholt, zumindest eben was die Kurse betrifft. Aber vor allem auch die Tech-Werte sind gerade in den USA durch die Decke gegangen. Rechnen Sie damit, dass das im kommenden Jahr weitergeht? Ja, so ganz grundsätzlich kann man sagen, die Tech-Werte vor allen Dingen, die sind natürlich keine Krisenverlierer, sondern eher Gewinner, weil es sich eben alles Richtung Homeoffice orientiert, Richtung Digitalisierung. Man kann die Weihnachtseinkäufe einfach nicht mehr in der Stadt erledigen. Auch wenn man den lokalen Handel unterstützen möchte, muss man trotzdem online bestellen. Also einige Händler haben sich ja dann darauf eingestellt, aber natürlich die Großen, die können vor allen Dingen auch davon profitieren, dass jetzt alle im Prinzip den Schritt ins Internet gehen müssen, um eben die Bestellung vielleicht für Weihnachten noch gemacht zu haben. Und das führt natürlich dazu, dass man diese Art von Geschäftsmodellen kennenlernt, und das kann natürlich auch in den nächsten Jahren da noch einen positiven Effekt haben. Nichtsdestotrotz, das ist ja heute schon bekannt, dass das passiert. Insofern ist gewiss auch ein Teil dieser, sagen wir mal, Ausblick ist in den Kursen bereits mit drin. Nichtsdestotrotz, die Technologiekonzerne können immer noch sehr große und starke Profitabilität aufweisen. Und das ist natürlich das, was am Ende die Börse am meisten überzeugt. Also wenn wir uns so ein Unternehmen anschauen, wie zum Beispiel Apple, die schaffen es pro Jahr, einen Gewinn von rund 50 bis 60 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Das sind gigantische Zahlen. Wenn man das hier mit lokalen Unternehmen aus Deutschland vergleicht, sieht man, dass teilweise die Marktkapitalisierung der Unternehmen hier kleiner ist als das, was Apple an Gewinn macht. Also insofern, da sieht man, warum die Unternehmen in den USA auch so hoch bewertet sind. Und der Nasdaq, der hat es ja nicht nur geschafft, diese Delle auszugleichen, diese Corona-Delle, sondern der hat es sogar geschafft, deutlich darüber hinaus zu steigen. Und insofern können Anleger zumindest darauf schauen im nächsten Jahr. Und auch im Zertifikatebereich sehen wir, das Interesse nach US-Indizes, vor allen Dingen nach dem Nasdaq, ist sehr groß. Also insofern gehe ich auch davon aus, dass die Anleger weiter vor allen Dingen diese Trendaktien und auch den Nasdaq im Auge behalten werden. Also davon gehen Sie aus. Sehen Sie ansonsten noch Trends oder auch Möglichkeiten, wo Anleger jetzt, die zum Beispiel jetzt die Weihnachtsfeiertage oder Urlaub nutzen, um sich vielleicht ein bisschen zu positionieren fürs kommende Jahr? Gibt es da Dinge, die Sie schon sehen oder den Anlegern mal so als Tipp, wo man hingucken könnte, an die Hand geben könnten? Ja, also es ist natürlich so, dass das Spektrum an Möglichkeiten vielleicht so groß ist wie noch nie. Durch die technischen Fortschritt ist es ja auch möglich, heute so einfach und so schnell wie möglich Wertpapiere zu kaufen und wieder zu verkaufen, ohne dass man dort groß Investitionen tätigen muss. Und ich denke, das ist ein großer Trend. Es wird immer einfacher, Wertpapiere zu handeln, sei es nun Aktien oder auch Zertifikate. Und damit wird im Prinzip dieser Zugang vielen Bürgern erst richtig einfach. Und das heißt natürlich auch, man muss sich dann aber die richtigen Produkte aussuchen. Und da wird es dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Es gibt große Trends, auf die man setzen kann. Das eine Thema habe ich ja Wasserstoff schon gesagt. Dann, wir bereiten auch gerade was vor zum Thema Green Deal, also das Thema, was die EU vorbereitet hat. Also, dass man in diesem Bereich, im Themenzertifikatebereich investieren kann. Ansonsten ist es aber so, dass wir im Zertifikatebereich im Prinzip für jede Marktmeinung ein passendes Produkt haben. Also, wer eher skeptisch aufs nächste Jahr blickt, findet bei uns passende Produkte. Wer sehr optimistisch darauf guckt, der kann im Prinzip Produkte finden, die auch dieses Marktumfeld widerspiegeln. Und so bleibt es am Ende natürlich, und das wird keiner lösen können. Dieser Blick in die Glaskugel, den gibt es eben nicht. Man kann gute Gründe für und dagegen finden, aber am Ende wissen, wie es nächstes Jahr wird, das kann ich leider sozusagen nicht sagen. Also vermutlich dann auch im kommenden Jahr von den übergeordneten Trends mal abgesehen, so ähnlich wie Sie es in diesem Jahr beobachtet haben, dass die Zertifikateanleger eben auch auf aktuelle Ereignisse dann entsprechend auch in dem Bereich reagieren. Ja, ganz genau. Also die Zertifikateanleger, wenn ich das nochmal so sagen kann, die nehmen eben diese Trends auf, und die sind meistens sogar ein Stück vor den Trends auch schon da. Also dass zum Beispiel US-Aktien und US-Aktienindizes sehr gefragt sind. Das war bei uns, dieser Trend begann schon vor über 5 Jahren und hat sich jetzt natürlich noch mal verstärkt. Aber wir sehen im Zertifikatebereich, dass die Anleger da durchaus, sagen wir mal, mit ein bisschen gewisser Intelligenz auch agieren und auch die Umsätze steigen, wenn die Märkte unter Druck geraten in Produkten, die sehr konservativ sind, also sogar weniger Risiko haben als Aktien. Das sind zum Beispiel Discount-Zertifikate. Und die wurden vor allen Dingen in der Phase gekauft, März und April, in denen die Märkte sowieso stark unter Druck waren.
Und wer da dann eingestiegen ist, der hatte natürlich dann zwar nicht an dieser Kurssteigerung an der starken partizipiert, nichtsdestotrotz hat er aber eine super Rendite erzielt bezüglich der Konditionen, die man zu dem Zeitpunkt erwirtschaften konnte. Also insofern, genau das sehen wir im Zertifikatebereich. Die Anleger sind sehr aktiv, die haben eine Marktmeinung und nutzen eben auch Gelegenheiten, die sich dann ergeben. Davon gibt es ja nicht immer ausreichend sozusagen in einem Jahr. Dieses Jahr war natürlich sehr, sehr schwankungsintensiv. Also da gab es viel Bewegung. Das muss ja nicht unbedingt jedes Jahr so genauso weitergehen. Aber man muss sich natürlich auf dem Laufenden halten über die aktuellen Ereignisse und daraufhin dann eben auch seine Marktmeinung eventuell anpassen. Herr Willems, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, soweit schon mal ein Ausblick. Was könnte im kommenden Jahr Trend werden oder vielleicht eben auch Trend bleiben? Wie kann man sich dafür schon positionieren? Und wir haben es gerade ja auch gehört, es ist natürlich wichtig, am Ball zu bleiben und zu gucken, was passiert denn gerade? Was sind die Ereignisse, auf die man dann eben auch entsprechend reagieren kann? Da halten wir Sie natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Soweit der Ausblick. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passen Sie auf sich auf, kommen Sie gut rüber ins neue Jahr und schon mal ein paar schöne Feiertage. Tschüss.